Ja, hallo, willkommen bei Nightmare House 2. Wir sind wieder dabei, in diesen Gruselschacht reinzugehen. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das immer gleich nach der Arbeit aufnehme. Aber ich bin anscheinend ein bisschen bescheuert im Kopf, sonst würde ich das hier nicht niemals machen. Okay, lass uns doch mal überraschen. Oh, eine Leiche. Wie wunderschön. Und, oh, ist alles dunkel. Ich habe erfahren, wisst ihr, was ich hier erfahren habe? Und zwar soll es hier noch alles ganz, ganz grausam werden. Noch grausamer, als es sowieso schon ist. Toll, ne? Ja, klasse. Freue mich schon drauf. Wo kann unser Geist denn sein? Ich mache so die Tür zu. Ich habe Angst, dass mich jemand verfolgt. Irgendwas klappert auch die ganze Zeit. Ich habe schon einige Theorien. Also wir kennen jetzt schon drei Charaktere in diesem Spiel. Das ist einmal ist es diese Geisterfrau. Wir kennen diesen Romero, auch bekannt als Emero oder wie auch immer ihr wollt. Und wir kennen den anderen, diesen Zombie da. Der zum Beispiel diesen langen Gang da wahrscheinlich gemacht hat, wo alles voller Blut war. Ja, ich habe jetzt mit meinen Kollegen, mit meinen Arbeitskollegen, habe ich schon einige Theorien durchgesprochen. Alter, Mann. Ja, ich habe einige Theorien durchgesprochen mit meinen Arbeitskollegen. Was das vielleicht sein könnte, ja, alles. Ach du Scheiße. Ach, doch, du. Ach so, du bist ein Dings. Das findet ihr witzig, ne? Mich, wenn ich erschreckt werde. Ich finde das auch witzig. Aha! Ich bin gespannt, was wir hier noch so erwartet. Auf jeden Fall habe ich erst mal Lebenspunkte bekommen. Die Tür war zu. Geht sie jetzt auf? Jetzt geht sie auf. Ich fasse es alles nicht. Alter, wie hell ist das denn hier beleuchtet? Hallo? Frau? Frau? Mädchen, wieso machst du das? Also ich habe die Theorie, dass es diese kleine Dame eigentlich nur helfen möchte und sie uns irgendwas sagen möchte. Das ist klar. Sie möchte uns irgendwas sagen. Nur was will sie uns sagen? Ich glaube, ich laufe gleich rückwärts durch, weil ich Angst habe, erschreckt zu werden. Alter. Okay, einmal mal. Hey! Warte hier auf! Ich will hier lang! Warte auf mich! Wo bist du? Nein! Ich will doch wieder herausfinden, wo ich hier lang muss. Und was hier los ist und wieso hat sie die Tür. Wieso ist die Tür eigentlich auf gewesen? Ich gehe mal rückwärts weiter. Boom! Erschreck mich! Ah! Wuhu! Wo bist du? Ich bin heute. Wieso ist immer noch alles in Zeitlupe? Alter. Jetzt auch. Okay, gut. Nein. Leute. Oh Gott, ich wusste es. Ich wusste, dass die das machen. Ey. Dass wenn ich mich umdrehe, dass mich dann wieder anglotzt. Ah, ich hasse das. Ich hasse es. Ist noch eine Munition, die ich mitnehmen kann? Vielleicht finde ich hier noch was? Nein. Alter, ist das übel. Boah! Ich liebe es! Ich liebe es, geschaudert zu werden irgendwie. Das Spiel schockt so langsam. Und ich bin auch ein richtiger Angsthase, muss ich einfach mal so sagen. Es ist echt grauenhaft mit mir. Es ist echt... Nicht schon... Fuck. Wieso gehe ich zurück? Was, wer bist du? Wer bist... Was ist hier los? Wer hat die Tür zugemacht? Was ist hier los? Fuck, 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 fuck! Der steht wer? Und... Oh, oh. Ich gehe weiter, ich gehe woanders hin. Alter, ich gehe woanders hin. Ja, Breakdown, du bist cool. Breakdown, Breakdown! Wo muss ich lang? Ich klepp da durch den dunklen Schatten. Ich gehe rückwärts zurück, ich vergesse es. Ich lasse mich eh nicht erschrecken. Ah! Wundervoll. Und jetzt ist wieder alles normal, oder was? Nachdem ich durch diesen Drogen-Dingsbus gegangen bin. Alter. Leute. Ich kann da hinten was erkennen. Ich kann da hinten was sehen. Ich kann auch was hören. Macht mal einen Ton ein bisschen lauter. Dann hört ihr es auch. Es ist ganz leise. Ich glaube, man muss näher rangehen, um es zu sehen. Aber was ist denn das da? Geht mal näher ran. Das sieht fast aus wie... Wie ich. Ja, das hat euch jetzt erschreckt, ne? Das hat euch jetzt erschreckt, das war mir klar. Naja, vielleicht lasse ich mich hier jetzt nochmal erschrecken. Ja. Nein. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache gerade. Was ist hier los? Ich mache erstmal die Taschenlampe aus. Das war ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich glaube, ich habe sie eben schon wieder übersehen, oder? Kann das sein? Breakdown! Ich liebe dich! Woo! Du bist ein echter Schatz. Breakdown. Es kommt immer dieses Geräusch. Es kommt immer dieses Geräusch, als wenn irgendwas passieren würde.
Und jetzt ist die Tür weg. Jetzt, was ist denn hier los? Ich glaube, die ganze Zeit her und die Tür ist weg. Alter, was ist hier los? Der Gang wird immer schmaler. Alter, was ist hier los? Was jetzt? Was ist hier los? Was muss ich tun? Was ist denn hier los? Hallo? Hochspringen, gucken. Irgendwas? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Alter, Taschenlampe aus. Taschenlampe aus, mach. Mann! Was will die von mir? Warum sind ihre Augen schwarz? Fuck! Geil! Scheiße! Weißt du, ich wollte euch erschrecken, ne, mit dieser Aktion von eben, ne, was ich ja gleich noch einbauen werde. Aber da werde ich hier so derbe geschockt, dass es nicht gemacht. Demon Hunter, ich hasse dich schon wieder. Weil du wusstest, dass es mit dieser Klaustrophobie-Dingens kommt. Chapter 2, 4, Operation, Operation. Das Kapitel 4 ist jetzt dran. Wir haben fast die Hälfte des Spiels durch und trotzdem sind wir schon bei Part 5. Heilige Scheiße. Wie weit wir schon sind, wie lange das Spiel geht. Es ist echt unglaublich. Okay, jetzt... Oh. Okay, damit habe ich gerechnet. Ja. Hier wird uns nochmal erklärt, dass wir hier jetzt... Das schon... Soggery, was bedeutet das? Soggery. Auf jeden Fall ist es hier irgendwas mit Versorgung, irgendwas was für Verpflegung gewesen, irgendwas sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung mehr. Was soll das überhaupt? Oh, wo ist meine Freundin? Also, nachdem ich jetzt... Nachdem die mich jetzt einmal so erschreckt. Ich wollte gerade sagen, nachdem sie mich jetzt einmal so erschreckt hat, ne? Kann mir eigentlich nichts mehr passieren, aber. Wenn ich das schon wieder sehe. Oh, fuck. Was seid ihr denn für Leute? Wer seid ihr? Oh Gott, man kann sie nicht durchlaufen, man muss um die rumlaufen oder so. Alter, was wollt ihr von mir? Geht weg! Alter! Was wollt ihr? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Was habe ich euch getan? Was ist euer Problem? Was ist denn euer Problem? Sie sind weg. Okay, ich gehe nochmal zurück. Nein, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Alter, was ist denn euer Problem? Was ist denn los mit euch? Was wollt ihr? Alles klar. Ganz schön, ich fall Matthias. Breakdown! Ich liebe Breakdown! Knopf gedrückt. Ja. Ach du. Mann. Oh Mann. Oh Mann, wieso immer das Licht aus? Oh Mann. Was willst du? Was? Oh! Alter! There's something behind you! Niemand ist hinter mir! Diese Ansage ist nicht automatisch. Die Ansage ist nicht automatisch. Diese Ansage ist verflucht oder was ist ich irgendwas. Der Typ hat gelogen. Ich vertraue immer weiter auf die Theorie, dass der Typ ein Arschloch ist und uns irgendwie verarscht. Diese Ansage ist nicht automatisch. Diese Ansage ist auf keinen Fall automatisch. Okay. Access to private rooms of patients in this section is prohibited without proper authorization. Please contact the name desk for details and booking arrangements. Okay, hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass hier die ganzen Privatpatienten sind, dass sie hier versorgt werden. Und dass sie hier eigentlich gar nicht hin dürfen, weil wir sollen erstmal darum fragen, ob wir die überhaupt alle besuchen dürfen. Ach, hier ist jemand tot. Der ist jemand gestorben. Hier ist keine Ahnung wer. Was ist hier los? Tür auf. Hier ist ja kein Wunder, dass der tot ist. Kein Wunder, dass der tot ist.